wie geht's jetzt weiter? Ich lade jetzt aber die Datei. Dann werden wir es sehen. Mario pennt erstmal eine Runde. Mario, bist du wach? Hast ja tief und fest geschlummert. Stimmt's? Träumtest du etwa, du hättest den bösen Schmiedrich besiegt? Ich hab ihn besiegt. Bin ja heilfroh, dass ich dich noch erwischen konnte, ehe du dich in die Fabrikwelt aufmachst. Ich hab was für dich. Read-Coupon erhalten. Sammel damit am besten nochmal in der Luxus-Suite in Ehelingen alle deine Kräfte, ehe es in die Höhle des Löwen geht. Das wäre schon alles von mir. Ich wünsche einen wunderschönen Aufenthalt in der Suite. Ich glaube, das soll so viel heißen wie, wir haben ihn zwar besiegt und so, aber damit das Sinn macht in der Welt, haben wir nur geträumt, dass wir ihn besiegt haben. Okay, dann müssen wir nach Ehelingen. Ich hätte auch von der Karte aus das machen können. Hoffentlich kann ich von... Nee, ich glaube... Es ist egal. Es ist beides weit weg. Ob ich das jetzt von Bowsers Festung aus gemacht hatte oder bis hierhin. In die Suite soll ich. Ich habe so einen Coupon bekommen. Hallo, moin. Schönen guten Tag, Nanu. Das ist ja ein Suite-Coupon, den Sie da haben. Ich hoffe, Sie freuen sich schon auf die Premium-Suite unseres Hauses. Der Page führt Sie rauf in die Suite. Wir wünschen einen schönen Aufenthalt. Okay, ich kann das selber noch lenken. Ich war ja schon mal in der Suite damals, aber was soll jetzt so viel anders hier sein? Bitte machen Sie es sich bei uns bequem. Was das alles war, der Herr? Trinkgeld, ja, klar. Ja. Ich habe, glaube ich, die Kohle. Da du das Spiel abgeschossen hast, wurden die Musikspieler und die Spielstatistiken im Reisebuch hinzugefügt. Da du das Spiel abgeschlossen hast, werden die Namen aller Fragezeichen-Einträge in der Musterfibel wieder freigeschaltet. Reisebuch. Musikspieler. Kann ich auch... Lustiges, fröhliches Abenteuer. Nein, ich muss auf Plus drücken. Ende gut, alles gut. Da, hier, Kampf gegen Schmiedrich. Okay, da war es so mehr Metal als in der Originalversion. Ich habe die Kohle, ne? Das wollte ich eigentlich gucken. 2160, weil ich werde mir... Die werden wahrscheinlich nötig sein. Schämst du dich, was darf ich für sie tun? Ich habe Durst. Muttermacher habe ich genug, aber Sumpf-Smoothies fertig ein paar. Nur einen Augenblick, bitte. Das sind, glaube ich, die einzigen, die man so kaufen kann, ohne... Warte, ich kann nicht mehr tragen? Wie viel kann ich denn tragen? Hi. Anscheinend. Ja, dann geh weg. Ja, dann. Ja, das war ja doof. Klar, hier, geh weg. Wir haben ja eigentlich schon alles hier gemacht, was man machen kann, deswegen gehe ich pennen. Ich denke mal, ich werde nichts verpassen. Es ist mitten in der Nacht. Da ist Gino. Aber wieso? Wieso steht er da? Ob das im Original hier alles auch war? In der Nacht sah ich ein helles Leuchten durch das Themafenster. Schien vom Sternhügel her zu erstrahlen. Wollen wir nicht erkunden, was das damit auf sich hat? Sternhügel, Weltkarte. Sternhügel. Was, wieso nicht? Muss wahrscheinlich erst auschecken oder sowas. Dummes. Herzlichen Dank. Guten Morgen, gut geschlafen, vorzüglich. Wirklich, ach, das freut uns sehr. Hier noch eine Aufmerksamkeit des Hauses, bitte sehr. Medium-Pilz erhalten. Okay. Jetzt kann ich aber auch zu Boosters Dorf verlassen. Stadtdorf, was auch immer.
Weil der Sternhügel ist jetzt nicht so mega weit weg. Nur ein Punkt, um ehrlich zu sein. Ich muss hiermit interagieren. Ich denke mal, die Gegner werden alle gleich schwach sein. Da ist ein Stern. Ein Wunsch. Vorerst fallen mir keine Veränderungen auf. Deswegen wagen wir uns weiter und erkunden den Rest des Sternhügels. Ja, da. Ich hätte jetzt ein wenig Grillengelee zum Essen. Versuch mal nicht gegen die Gegner zu kämpfen, weil die sind mir ein bisschen zu schwach auf der Brust. Ich wünsche mir ein Kind, das süßeste der Welt. Ich wünsche mir bald eine Familie zu gründen. Ich wünsche mir, dass ich in Zukunft nicht mehr ständig weinen muss. Ja, das ist Mello. Habe ich alle aufgemacht? Scheint ja erstmal nicht so zu sein. Wo habe ich eins? Ah, hier, direkt am Anfang. Das war klug. Da. Wieso sehen die so komisch aus? Nur diese Sternchen scheinen mir neu. Womöglich ist der Ursprung des Zeichens damit gefunden. Und da, ich sehe auch weitere neue Sterne. In der letzten Nacht müssen neue Wünsche vor dem Firmament gefallen sein. Obwohl, weiße Quack etwas dazu weiß. Ich rede erstmal mit denen. Ich wünsche mir, dass ich ganz groß rauskomme. Bomben, Erfolge will ich. Ja. Das Pupinello oder wie der hieß. Ich wünsche mir, dass ich bald mal meine tolle Karosse vorführen kann. Karosse? Wir interagieren nur mit den lila, oder was das für eine Farbe ist, Stern. Na, hörst du mal auf. Wieso habe ich Mello im Team? Weil ich den vergessen habe zu wechseln. Deshalb. Ich bin zurückgekehrt und meine Mächte sind in Unermessliche gestiegen. Ich wünsche mir, dass der Erwählte sich mir erneut stellt. Wer könnte das wohl sein? Ich kann mir vorstellen, wer das ist, um ehrlich zu sein. Kristallux. Wird das wahrscheinlich sein. Wer war das mit der Karre nochmal? Hatte ein Gegner irgendwie eine Karre? Ich wünsche mir einen Seebären mit Schneid, der mir im Duell entgegentritt. Das wird Johnny sein. Und wir erfüllen die Wünsche, indem wir gegen die alle kämpfen, anscheinend. Weil ich weiß, dass wir sehr viele Kämpfe machen müssen. Ich wünsche, irgendwer würde mir ein tobende Torte ins Backwerk legen. Das Backwerk. Statt Handwerk, Backwerk. Oh, mir kratzt so schlimm im Hals. Ich wünsche mir, dass es ordentlich aufhört. Was soll für Bellum sein? Ich wünsche mir, dass unser neuer Sensor seine bestimmten Techniken vorführt. Das ist Bodo hieß er, glaube ich. Und Sensei Jitsu. Ich denke mal, gegen die alle muss ich kämpfen, um ihre Wünsche zu erfüllen. Aber wir sollen ja zu Weise Quack. Der sagt da uns wahrscheinlich mehr zu. Ich weiß, ich könnte auch einfach die Map verlassen. Aber hey, wir sind schon mal dabei. Und ich weiß nicht mehr, ob danach noch was kam. Nee, da kam nichts mehr. Also zum Quappenquell. Ich glaube, wir haben auch die beste Ausrüstung im Spiel, deswegen können wir da nicht so viel mehr machen. Außer die verkaufen mir noch was. Hier, ihr. Moin. Bellum, Bellum, was für ein kurioser Name. Doch wie mir zu Ohren kam, treibt das Unwesen aufs Neue sein Unwesen. Okay, wir müssen Bellum besiegen. Nee, komm, lass mir das so. Weltkarte. Wir könnten jetzt rein theoretisch in die Quackvedukte. Aber Bellum war ja auch... Okay, Waffenwelt. Wir müssen zu Monsterschlupf. Und glaube ich, vom Monsterschlupf können wir dann zu Bellums Palast oder wie das Gedöns da hieß. Ich speichere mal. Ich weiß nicht mal, wie der Ort hieß, wo Bellum war.
Aber von hier aus kann man da hin, das weiß ich. Weil ich das schon mal, glaube ich, gemacht habe. Bellums Tempel. Und dann müsste Bellum hier auch rumlungern. War der immer so groß? Was der schon wieder? Scheint ja gar nicht genug zu bekommen, nachdem ihr zweimal vier blaue Augen verpasst habt. Ich hatte eher gehofft, seine Kampflust würde sich irgendwann mal legen. Oh, mir kratzt es in der Kehle. Sowas macht mich rabiat. Ui, der ist ja richtig sauer. Da kriegt man noch mehr Angst vor als vorher. Was muss ich da hören? Bowser Scherren kennt keine Angst. Hast dir ein Herz, kleiner Mann. Sie haben recht, Herr Bowser. Nicht nur Bellum ist stärker geworden als vorher, sondern auch wir. Wir haben ihm schon zweimal eins auf die doofe Nase gegeben. Das tun wir jetzt auch. Das soll mich nie wieder drangsalieren. Dann hauen wir mal Bellum kaputt. Wir machen kaum Schaden. Wieso machen wir kaum Schaden? Technischen Gedankenleser. Meine Fresse. Also die KP Elektro-Giftstille. Okay, dann machen wir zuerst am besten Frosch, weil der wird stark sein. Grimm, mir kratzt so schlimm im Kopf, wenn man das nur wegkriegen würde. Schimmerblase, bitte auf. Ah, geht auf alle. Na toll, eingeschlafen. Genau die beiden, die ich eigentlich im Kampf haben will. Dieser Klon wird mich beschützen. Zum Anbeißen seht ihr aus. Hm, wie du wohl schmeckst. Ah ja, macht der Klon aus uns. War total sauer. Passt mal auf. Ein Mario-Klon. Ja, als ob er nicht schon genug davon hat. Verteidigung. Mach mal den Mario-Klon weg. Okay, das war ein bisschen zu früh. Schimmerblase. Das macht auch Schaden, ne? Boah, ist das ein bisschen was am Scherben. Mario-Klon hauen wir drauf. Okay, das ist doof. Bowser ist jetzt K.O. Mario war auch. Kacke, ich hab nicht... Ja. Ich hab nicht aufgepasst und ich hab B gedrückt. Ein Satz mit X, das war wohl... Oh! Ich wusste nicht, dass... Das passiert. Wiederkehr auf Mario. Ich wusste nicht, dass das passiert. Dass die Leute dann reinkommen. Nochmal Gino Nova, einfach mal das Stärkste. Ich muss das gedrückt halten. Haben wir das eigentlich schon mal gesehen? Ich glaube schon. Okay, der Mario-Klon hätte auf jeden Fall einiges aus. Wir sollten weiterhin auf Bellum gehen. Wie wirkungslos. Ah ja, weil wegen dem Quatsch da. Gucken, knuddeln. Nochmal Gino Nova. Kann ich immer noch nicht angreifen? Doch, kann ich jetzt. Ein Peach-Klon. Was macht sie? Macht sie auch? Das wird wahrscheinlich Magieschutz sein. Erholung. Ah, finde ich gar nicht mal so gut. Triotech. Schirmschützerin. Nee, das ist doof. Ja, hau drauf. Okay, der ist wirkungslos. Da weiterhin. Ja, ich wechsle tatsächlich zu Bowser. Damit wir den wieder benehmen können. Erstmal auf Bellum. Ah ja, ich bin so doof. Ich will erstmal Peach besiegen. Schlafliedchen. Das dürfte kein treffen eigentlich. Weil alle dagegen immun sind, bis auf Bowser, aber der ist ja ein bisschen mit der Nase auf dem Boden am liegen. Dann auf den Peach-Klon. Ich sollte die Trio-Technik einsetzen, habe ich komplett vergessen.
Also schwer ist es bis jetzt nicht, nur ein bisschen nervig. Weil der so eine hohe Abwehr hat, die Sau. Deswegen sollte ich eigentlich Vorstein setzen. Und ich sollte eigentlich auch Blitz einsetzen, so war das, ja. Mello ist besiegt. Was machen wir denn da? Ich hol Mello rein. Wurscht war es. Damit du ein bisschen weniger. Ah ja, ein bisschen weniger Schaden machst. Ich muss hier drehen. Du greifst an. Bowser kann man gleich gegen Peach eintauschen, damit die den wiederbelebt, den Mello. Oder auch nicht. Ah ne, er macht einen Bowser-Klon. Gegen Peach. Wiederkehr auf Mello. Auf den Bowser-Klon. Dann Blitzgewitter, damit das schön alle trifft. Larfliedchen. Auf Peach hat das keine Wirkung. Und auf Mario auch nicht. Natürlich geht es auf den es am, halt eine Wirkung hat. Nee, ich brauch dich. Bitte mach nicht noch einen Klon. Weil wir haben genug Klone. War so ein Dreck. Ich hole Bowser wieder ins Team. Bowser gegen Bowser. Blitzgewitter. Ah, ist anfällig gegen Blitze. Schimmerblase. Natürlich pennen die jetzt alle ein und kriegen noch dicken Schaden. Nee, die lasse ich drin. Den Mario-Klon. Dich tausche ich ein. Gruppenknuddeln. Ich muss hier mit Magie hantieren. Ist übrigens der Ding ist weg? Panik, ne? Wurscht. Also, immer. Die haben genau die gleichen Fähigkeiten wie unsere Leute. Deswegen sind sie immun gegen Forscht. Aua. Auf Peach. Ich brauche ich. Wäre nur schön, wenn du mal Magie einsetzen könntest. Der ist sehr effektiv, der Kampf. Mehr nicht. Den gewinnen wir auf jeden. Dauert nur ein bisschen. Ah, du bist wieder wach. Dann Blitzgewitter. Ich glaube, ja, ich mache Donnerschock. Weil ich denke, dass Menno dagegen immun ist. Wirkungslos? Ich dachte, eine Schwäche wäre Blitz. Oder macht Mello ein Magieschild? Ja, tauschen wir mal kurz gegen Peach. Gruppenknuddel. Dann mach ich mal Blitzgewitter. Okay, wahrscheinlich war Mello. Elektrostatik. Weil Mello wahrscheinlich im Team ist, also im gegnerischen, macht Blitz gerade keinen Schaden. Deswegen sollten wir den Mello-Klon kaputt hauen. Okay, Donnerschock. Li-
lieber nochmal ein... Ja, die Royal-Siruppe, Sirups, was auch immer, wie das die Mehrzahl davon ist. Die verwahre ich erstmal eine Runde. Ich hab's verkackt. Ich musste ein bisschen warten, bis ich A drücke. Auf den Peach-Klon. Ich hätte vielleicht Mellow heilen sollen. Wäre vielleicht ganz intelligent gewesen. Ein Blitzgewitter, damit das beide trifft. Und so ein bisschen wie die MP, BP sparen, nicht MP. Ja, komm, Gruppenknuddeln. Siegt? Nee. Er hatte ja sehr viel KP, ne? Guck mal Bowser rein, auch wenn er am Pennen ist. Den Mario-Klon. Tothilfe, nein. 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 Blitzgewitter. Schlafliedchen, bitte auf Mario, weil auf Mello wäre doof. Ah, scheiße. Ja, wir bleiben mal bei den beiden. Wieso pennst du weiter? Du wurdest doch getroffen. Wach auf. Das auf dem Mario-Klon. Dann auf dem Bowser-Klon. Ja, du müsstest jetzt auch bald mal wieder aufwachen. Nein, tut aber nicht. Auf wen? Auf Mello oder Mario, weil Bowser, wer weiß, wieder einschläft. Ich weiß nur nicht, ob Mello dadurch weiter schläft oder... Ich habe gedacht, dass das wirkungslos wäre. Aurora Blitz, das tut glaube ich weh. Ach du Heilige. Und das schläfert ein. Ich tausche mal lieber gegen Peach. Gruppenknuddeln. Was sind die Triothek? Heile alle Freunde? Ja. Heilen. Obwohl? Heilt das alle? Also ich denke auch, dass das Bowser und Chino heilt. Ja, halt es. Blitzgewitter. Ich hab's viel zu früh eingesetzt. Also A gedrückt. Oh, den Bowser klung kaputt. Oder auch nicht. Ah, jetzt kann ich nicht mal Blitzgewitter einsetzen. Weil wir einen Mellow-Klon haben. Aber der hält auch, glaube ich, nicht so viel aus. Wenn ich mich erinnere. Mello kann dann nochmal einen Ahornsirup einsetzen. Damit wir ein bisschen BP kriegen. Bisschen so ein Umsonst-Ding. Nee. Aurora-Blitz, das tat ganz schön weh. Ah ja, die pennen dann ein. Peach. Puppenknuddeln. Den Mello-Klon. Donnerschock. Der Kampf dauert schon gefühlt eine halbe Ewigkeit. Ich hab's verkackt. Hau drauf.
Ich will Bowser nicht reinholen, wenn er schläft. Wäre aber auch schön, wenn ihr mal was machen könntet. Stille war ja auch noch eine Fähigkeit, die wir machen könnten. Nochmal Donnerschock. Stille, Forsch und Gift und Elektro. Ich versuch mal Stille. Ich weiß nicht, ob das geblockt wird. Deswegen hauen wir lieber auf den Peach-Klon. Blitzgewitter. Was wollte ich einsetzen? Ah, Stille. Muss ich auch drehen, ne? Muss ich ganz schön drehen. Tischchen, Donnerschock. Auf dem Mario-Klon. Vielleicht sollten wir auch Mario auch heilen. Das wäre vielleicht auch sehr intelligent. Oh, all die Prügel, mir wird ganz übel zumute. Man hätte gut reimen können. So, keine Katze mehr im Hals. Happy Bellums Abflug, wohl Bellums. Oh, oh, oh. Und der haut einfach ab. Und der verschwindet. Was ist da denn für ein Bellum? Hat ja was ausgespuckt, was das wohl ist. Gut, das ist doch, der Stab hat doch früher mal OP gehört. Wie kommt das, wie kommst du denn darauf? OP meinte mal zu mir, dass er hier irgendwo früher seinen allerliebsten Stab verloren hat. Hm, wenn das der Stab von deinem Opa ist, ist er irgendwie auch deiner, sage ich mal. Und in Sachen Zauberei macht dir so schnell kaum einer was. Schnapp dir das Ding. Weise Stab erhalten. Opa Sippi, Stab, ich freue mich, dass so, mit dem werde ich zaubern, da wird Opa stolz sein. Ausrüsten, Mellow. Weiße Stab. Da geht auch die Magiestärke hoch, das ist schön. Dann auf die Weltkarte, ich denke mal, wir müssen zurück. Wo ist das? Zum Kroppenquell? Sind wir eigentlich voll geheilt? Ja, sind wir. Brauchst du auch Ahornsirup? Wir haben noch genug. Vielleicht später. Also wie immer hier rüberspringen muss, um nach Weiße Quark zu kommen. Ein bisschen nervig. Erinnerst du dich an den bob-omigsten Boss, den du je bekämpft hast? Der Kerl stellt immer so noch kolossale Knallkörper her und Vorsicht, diesmal ist Popo netto weniger netto. Der ist brutto. Weltkarte Moldorf. Ja, Moldorf.